Stalag, ein Begriff, bei dem viele vielleicht an die Fernsehserie Ein Käfig voller Helden denken, die im Stalag 13 spielte. Doch Stalag war eigentlich die Abkürzung für Kriegsgefangenen-Stammlager. Dahinter verbarg sich eines der größten Kriegsverbrechen der Wehrmacht, der Massentod von Kriegsgefangenen. Millionen von Soldaten fielen ihm zum Opfer. Die mit Abstand größte Opfergruppe waren die Soldaten der Roten Armee, die im Rahmen des deutschen Angriffskrieges auf die Sowjetunion in Gefangenschaft gerieten. Aus der Grundlagenstudie von Christian Streit geht hervor, dass bis Kriegsende von 5,73 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen etwa 3,3 Millionen starben. Dass dieses Sterben beabsichtigt war, zeigt der Vergleich mit den westalliierten Kriegsgefangenen. Auf deutschem Boden starben von 235.473 Briten und Amerikanern 8.348 in deutscher Gefangenschaft. Bereits ein deutsches Lager wie Zeithain übertraf diese Todesquote, denn dort starben allein 30.000 sowjetische Kriegsgefangene. Deutlich erkennbar wird der Unterschied auch, wenn man die Todesquote der sowjetischen Gefangenen mit der Todesquote russischer Gefangener im Ersten Weltkrieg vergleicht. Während im Ersten Weltkrieg von rund 1,4 Millionen russischen Kriegsgefangenen nur 5,4% starben, waren es im Zweiten Weltkrieg von 5,7 Millionen 57,9% sowjetischer Kriegsgefangener. Besonders drastisch wird dieser Unterschied nochmal, wenn man sich vor Augen hält, dass die deutsche Bevölkerung im Ersten Weltkrieg hungerte, während das im Zweiten Weltkrieg kaum der Fall war. Der Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen resultierte aus der nationalsozialistischen Ideologie. Denn Hitler und viele weitere Führer im nationalsozialistischen Deutschland hatten große Angst vor der kommunistischen Ideologie. Sie fürchteten den Kommunismus aus ihren Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Dazu schreibt der Historiker Rüdiger Overmans: In der Endphase des Ersten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit galten die russischen Kriegsgefangenenlager als Brutstätten des Kommunismus. Auch der Zusammenbruch des Ostheeres 1918-19 galt als Ergebnis kommunistischer Wühlarbeit. Nicht zuletzt war Hitler selbst als Angehöriger der vorläufigen Reichswehr in München als Redner zur propagandistischen Bearbeitung kommunistisch infizierter Truppenteile eingesetzt worden. Es bestand also die Angst, die kommunistische Ideologie würde den Kampfgeist der Wehrmacht zersetzen. Daher hieß es in einem Befehl zur Behandlung von sowjetischen Kriegsgefangenen am 16. Juni 1941, der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen Deutschlands. In der nationalsozialistischen Verschwörungstheorie standen die Juden hinter dem Marxismus und Bolschewismus, weshalb sie in ihrer Propaganda auch oft vom jüdischen Bolschewismus faselten. Auf diese verbrecherische Haltung hatte Hitler schon vor dem Feldzug seine höchsten Offiziere auf die kommenden Verbrechen eingestellt. Am 30. März versammelte er die höchsten 250 Offiziere des künftigen Feldzugs und verkündete: Wir müssen vom Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Als der Feldzug dann schon lief, erließ die Wehrmachtsführung immer neuere drastische Aufrufe gegen die vermeintliche Gefahr des jüdischen Bolschewismus. Das OKW schärfte die Soldaten am 12. September 1941 darauf ein: Der Kampf gegen den Bolschewismus verlangt ein rücksichtsloses und energisches Durchgreifen, vor allem auch gegen die Juden, die Hauptträger des Bolschewismus. Viele Generale der Wehrmacht nutzten ähnliche Floskeln in ihren Befehlen, so etwa Erich von Manstein in seinem Befehl vom 20. November 1941: Das jüdisch-bolschewistische System muss ein für allemal ausgerottet werden. Die Wehrmacht traf entsprechende Vorbereitungen, die nicht alle im Detail aufgezählt werden können. Hier folgen nur die wichtigsten. Zur Abwehr der vermeintlichen Gefahr des Kommunismus erließ die Wehrmachtsführung verbrecherische Befehle. Ein sehr bekannter Befehl ist der sogenannte Kommissarbefehl vom 6. Juni 1941. Darin heißt es: Sie, die Kommissare, sind daher, wenn im Kampf oder Widerstand ergriffen, grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen. Diese Kommissare werden nicht als Soldaten anerkannt, der für die Kriegsgefangenen völkerrechtlich geltende Schutz findet auf sie keine Anwendung. Sie sind nach durchgeführter Absonderung zu erledigen. Das OKW befahl also die politischen Offiziere der Roten Armee, genannt Kommissare, sofort zu ermorden, wenn sie den Eindruck von Widerstand erweckten. Die übrigen sollten dem Sicherheitsdienst der SS übergeben werden. Eine Maßnahme der Wehrmacht gegen die sowjetischen Kriegsgefangenen war der Aufbau sogenannter Russenlager. Sie boten schlechtere Lebensbedingungen als die normalen Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht, denn eigentlich war das Lagersystem der Wehrmacht aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs entstanden. Es bestand aus drei verschiedenen Lagerarten: Dulags, Durchgangslager. Sie waren die Erstaufnahmelager. Sie nahmen die Gefangenen auf, die unmittelbar von der Fronttruppe meist in Marschkolonnen nach hinten geführt wurden. Stalags, Kriegsgefangenenmannschaftsstammlager.
Diese Lager sollten die Aufenthaltsorte für gefangene Soldaten der Dienstgradgruppen Mannschaft und Unteroffizier für die Dauer des Krieges sein. Oflags Offizierslager. Diese Lager sollten die Aufenthaltsorte für gefangene Offiziere für die Dauer des Krieges sein. Offiziere mussten nach dem Völkerrecht nämlich besser behandelt werden. Grundsätzlich gab es eine Aufteilung zwischen dem rückwärtigen Gebiet des Heeres und den Verwaltungen im tieferen Hinterland, in denen sich Stalags und Oflags befanden, die grundsätzlich dem OKW unterstanden. Im rückwärtigen Heeresgebiet liefen die Gefangenen zu einer Sammelstelle der deutschen Division, die sie gefangen genommen hatte, und von dort zu einer Sammelstelle der Armee. Als nächste Station stand ein Dulag an. Von dort verließen sie den Bereich des Heeres zu sogenannten Kriegsgefangenenübergabestellen. Diese übergaben sie wiederum den Stamm- und Offizierslagern. Während des Krieges kamen sowjetische Kriegsgefangene in den Lagern des Deutschen Reiches, des Generalgouvernements, der Reichskommissariate Ukraine und Ostland sowie Skandinavien unter. Erst dort wurden sie individuell registriert. Vorher, unter der Bewachung des Heeres, wurden die Gefangenen zwar grob gezählt, aber eben nicht individuell registriert. Für die Errichtung der Lager gab es in der Wehrmacht bestimmte Standards, um dem Völkerrecht entsprechen zu können. Doch bereits vor dem Überfall auf die Sowjetunion wich die Wehrmacht davon ab. Stattdessen planten die Verantwortlichen sogenannte Russenlager im Deutschen Reich. Die Lager waren viel schlechter ausgestattet als normale Lager für Kriegsgefangene. Sie entsprachen einer Vorschrift für Notunterkünfte mit Erdhütten und Baracken primitivster Art. Am 30. April 1941 standen nach Angaben des OKW 12 Russenlager zur Verfügung und weitere 3 Lager für die Offiziere. Bis Juni 1941 erhöhte sich die Anzahl der sogenannten Russenlager. Sie boten nun Platz für etwa 790.000 Gefangene. Im Krieg kamen die sowjetischen Kriegsgefangenen dann auch in Stalags, die formell keine Russenlager waren, aber in denen die Bedingungen ähnlich schlecht waren. Die Russenlager sind jedoch ein deutlicher Beleg für die Tatsache, dass die Wehrmachtsführung von Anfang an plante, die sowjetischen Kriegsgefangenen schlechter als die anderen zu behandeln. Aus Angst vor dem Kommunismus verbot Hitler die Verbringung der sowjetischen Kriegsgefangenen in das Deutsche Reich. Hier bleibt die Frage, warum die Wehrmacht dann überhaupt Russenlager dort errichtet hatte. Der Grund lag in den Hoffnungen eines Teils der Wehrmachtführung als auch von Wirtschaftsführern, Hitler doch noch umstimmen zu können, denn die Gefangenen wurden als Arbeitskräfte gebraucht. Bereits Ende Mai 1941 gab das Reichsarbeitsministerium an, es würden der deutschen Kriegswirtschaft 300.000 Arbeiter fehlen, in der Landwirtschaft fehlten etwa 400.000. Im August 1941 forderte dann der Reichsarbeitsminister von Hermann Göring rund 700.000 Kriegsgefangene für die deutsche Wirtschaft. Wohl nicht zufällig hatte die Wehrmacht eben eine Russenlagerkapazität von 790.000 aufgefüllt, um diese Forderung erfüllen zu können. Insgesamt fehlten der deutschen Wirtschaft im Sommer 1941 jedoch bereits 2,6 Millionen Arbeitskräfte. Dagegen standen Hitler und weitere höhere Führer in Staat und Wehrmacht, die die kommunistische Gesinnung der Gefangenen fürchteten. Als die Wehrmacht am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, gerieten in siegreichen Kesselschlachten sofort Hunderttausende Gefangene in die Hände der Wehrmacht. Sie trafen auf das schlecht vorbereitete Gefangenensystem der Wehrmacht und viele ideologisierte Soldaten. Das sollte in die Katastrophe führen. Bereits zu Beginn des Feldzuges kam es zu zahlreichen Mordaktionen von Soldaten der Wehrmacht an sowjetischen Kriegsgefangenen. Der kommandierende General des 47. Armeekorps Mott, Joachim Lemmelsen, verfügte am 30. Juni 1941, trotz meiner Verfügung vom 25.06.41, die anscheinend nicht bis zu den Kompanien durchgedrungen ist, werden immer wieder Erschießungen von Gefangenen, Überläufern und Deserteuren festgestellt, die in unverantwortlicher, sinnloser und verbrecherischer Weise stattfinden. Das ist Mord. Die befohlene gute Behandlung von Gefangenen und Deserteuren wird in dem deutschen Heere viel Blut sparen. Genauso schnell wird sich aber im gegnerischen Heer das Bild von ungezählten am Vormarschwege liegenden Soldatenleichen verbreiten, die ohne Waffen und mit erhobenen Händen eindeutig durch Kopfschüsse aus nächster Nähe erledigt worden sind. Der versprengte Feind versteckt sich daher in Wäldern und Feldern, kämpft aus Angst weiter und wir verlieren unzählige Kameraden. Lemmelsen hatte einen Punkt getroffen, denn die Verbrechen der Wehrmacht heizten den Widerstandswillen der sowjetischen Bevölkerung an. Zudem zeigt Lemmelsens Verfügung, dass es viele Soldaten in der Wehrmacht gab, die auch ohne Befehl Verbrechen begingen. Der Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes der Heeresgruppe Mitte schrieb dazu am 31. August 1941, das Prügeln halbtoter Erschöpfter errege in der ganzen Bevölkerung Verbitterung und Hass.
bei den mir bis dahin als deutschfreundlich bekannten Weißruthenen, das waren Weißrussen, von denen ich diese Dinge hörte, war ein deutlicher Stimmungsumschwung festzustellen. Neben den individuellen Verbrechen der deutschen Soldaten ermordete die Truppe vor allem politische Offiziere der Roten Armee im Rahmen des Kommissarbefehls. Der Kommissarbefehl wurde in der Wehrmacht weitgehend, aber in unterschiedlicher Intensität umgesetzt. Die Fronttruppe ermordete etwa 4.000 bis 5.000 politische Offiziere der Roten Armee. Im Hinterland erschossen SS, Polizei und Wehrmacht ca. weitere 5.000. Viele Monate später, am 6. Mai 1942, setzte das OKW den Kommissarbefehl auf Bitten der Fronttruppe aus. Es hatte sich herausgestellt, dass die Rotarmisten umso entschlossener Widerstand leisteten, wenn sie ihre Kommissare verteidigen mussten. Mit der Aussetzung des Kommissarbefehls hoffte man, den Widerstandswillen der Roten Armee zu schwächen. Ursprünglich planten hochrangige Behördenvertreter, sofort nach Feldzugsbeginn 300.000 Gefangene zum Arbeitseinsatz nach Deutschland zu verlegen. Doch Hitler blieb bei seinen ideologischen Bedenken und genehmigte zunächst nur 120.000. Für den weiteren Transport von Gefangenen mussten die ideologischen Vorbehalte Hitlers irgendwie Berücksichtigung finden. Unterstützt wurde er dabei vom Wehrmachtsgeneral Reinecke, der für das Kriegsgefangenenwesen zuständig war und vom bolschewistischen Bacillus fabulierte, den man sich nicht ins Reich holen dürfte. Von daher ergab sich auch die Notwendigkeit, die in das Deutsche Reich einströmenden Massen zu sieben, schreibt der Historiker Rüdiger Overmans. Die Wehrmacht überließ diese Aussonderung genannten Aktionen schrittweise der SS. Dazu traf das OKW und das Reichssicherheitshauptamt mit seinem Chef SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich mehrere Vereinbarungen. Am 16. Juli kamen das OKW und Heydrich überein, dass die Gestapo in die Kriegsgefangenenlager in der Sowjetunion nach entsprechenden Opfern suchen sollte. Am 17. Juli erließ Heydrich dann den entsprechenden Einsatzbefehl Nummer 8 unter dem Begriff der Aussonderung. Am 21. Juli erließ Heydrich dann einen weiteren Einsatzbefehl Nummer 9, der seinen Männern Zugang zu den Russenlagern im Deutschen Reich verschaffte. Und am 27. August schließlich verschaffte Heydrich der SS und Gestapo Zugang zu allen Kriegsgefangenenlagern und Arbeitskommandos. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schätzt dazu ein, ab Ende August 1941 verfügte demnach völkerrechtswidrig die Gestapo über Zugriff auf sämtliche sowjetischen Kriegsgefangenen überall und jederzeit. Die SS durchkämmte die Gefangenenlager in kleinen Trupps und suchte nach Kommunisten, Intelligenzlern, Juden und weiteren vermeintlich gefährlichen Personen. Diese Selektionen basierten im Wesentlichen auf dem Rassismus der SS und waren daher auch sehr willkürlich. Auf Befehl von Heydrich sollten die selektierten Menschen nicht vor Ort, sondern in Konzentrationslager zu ihrer Tötung verschleppt werden. Frauen gehörten ebenfalls zu den Selektierten, waren aber bereits in den Händen der Wehrmacht sehr gefährdet. Häufig wurden sie als Flintenweiber diffamiert. Das Armeeoberkommando 4 beispielsweise erließ am 29. Juni den Befehl, Frauen in Uniform sind zu erschießen. Für die von der SS Selektierten legte Heydrich fest, welches KZ für die Gefangenen bestimmter Wehrkreise zuständig war. Im KZ Sachsenhausen ermordete die SS allein rund 9.000 sowjetische Kriegsgefangene der Wehrkreise 2 Stettin, 3 Berlin, 10 Hamburg und 11 Hannover. In Buchenwald nutzte die SS für die Morde eine Genickschussanlage, die den Opfern vortäuschen sollte, bei einer ärztlichen Untersuchung zu sein. Bis Mitte 1942 brachte die SS insgesamt in den KZs etwa 30.000 Kriegsgefangene der Roten Armee um. Im ganzen Krieg sollte diese Zahl bis zu 50.000 erreichen. Die Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht und SS verlief über die Aussonderung jedoch hinaus, denn die Wehrmacht überließ der SS 100.000 Gefangene für die Zwangsarbeit in den KZs. Diese bezeichnete man als Arbeitsrussen. Die Arbeitsrussen erhielten so schlechte Versorgung, dass die meisten den Winter 1941-42 nicht überlebten. Von 100.000 Arbeitsrussen lebten im Februar 1943 dann nur noch 10%. Ein besonderer Fall war das Lager Auschwitz, denn dort errichtete die SS auf Befehl Himmlers ab 1. März ein Kriegsgefangenenlager mit einem Fassungsvermögen von rund 100.000 Menschen. Doch dafür wurde dieses Lager später hauptsächlich nicht genutzt. Tatsächlich fand in diesem Lager Auschwitz-Birkenau über 1 Million jüdische Menschen in den Gaskammern den Tod. 10.000 sowjetische Kriegsgefangene überstellte man tatsächlich nach Auschwitz. An einigen hundert von ihnen ließ der SS-Offizier Karl Fritsch im Herbst 1941 das Giftgas Zyklon B ausprobieren. Diese Mordmethode sollte ab 1942 in den Gaskammern für den Massenmord an den jüdischen Menschen zum Einsatz kommen. In Auschwitz war die Todesrate der Sowjetsoldaten noch höher. Von den rund 10.000
waren die allermeisten nach einem Jahr tot. Die Such- und Tötungsaktionen der SS waren aufwendig und behinderten den Arbeitseinsatz der Gefangenen. Der Historiker Dieter Pohl schreibt zur Situation im Sommer 1941, das Interesse von Wirtschaft und Arbeitsbehörden an den billigen Arbeitskräften ließ zunächst wieder nach. Zu aufwendig gestalteten sich die Sicherheitsvorkehrungen, die zur Isolierung der vermeintlichen bolschewistischen Gefahren der Heimat getroffen werden sollten. Zu schlecht war der Zustand vieler Angekommener. Schon im September wendete sich das Blatt wieder. Die Dauer des Feldzuges zog sich hin, entsprechend stiegen die Personalforderungen für die Front und die Zahl der unbesetzten Arbeitsstellen. Nach längeren Diskussionen entschied Hitler am 31. Oktober dann doch, den Russeneinsatz im Reich zu genehmigen. Trotz Hitlers Widerstand waren die ganze Zeit Gefangene nach Deutschland transportiert worden. Anfang Oktober waren es etwa 280.000 und bereits Ende September 1941 hatte die Wehrmacht mit weiteren 500.000 bis zu 1 Million kalkuliert. Bei diesen Verlegungen wurde wenig Rücksicht auf die Gesundheit der Gefangenen genommen. Ein nicht genau ermittelbarer Anteil starb dabei. Die Züge bestanden in der Regel aus 40 Waggons zu je 50 Gefangenen, also insgesamt 2000 Gefangenen. Augenzeugen berichten von Toten in den meisten Wagen, da sie nicht richtig versorgt wurden. Die Historiker Reinhard Otto, Rolf Keller und Jens Nagel schätzten vorsichtig etwa 2 Tote bei 50 Gefangenen pro Waggon, was insgesamt etwa 20.000 Toten entsprechen würde. Tatsächlich lag die Zahl wohl höher. Die Todesfälle nahmen zu, als der Winter Einzug hielt. So meldete eine Wehrmachtsstelle, dass im November 5.000 Gefangene in offenen Waggons transportiert wurden, von denen 1.000 in der sehr kalten Witterung starben. Die Verlegung von Gefangenen im Fußmarsch endete oft mit vielen Toten. Besonders verlustreich verliefen diese Märsche in den Wintermonaten. Ein Angehöriger des Dulag 192 sagte vor der Staatsanwaltschaft Hamburg im März 1970 aus: Wir hatten den Auftrag, 2000 russische Kriegsgefangene von Stalino nach Saporoschje zurückzuführen. Vor Entkräftung sind viele Gefangene liegen geblieben. Diese wurden von einem nachmarschierenden Trupp durch Schuss in den Hinterkopf getötet. Von den 2000 Gefangenen lieferten wir in Saporoschje 1089 ab. Überraschenderweise bekamen wir in Saporoschje ein Lob, dass wir überhaupt noch so viele Gefangene abliefern konnten. Es hätten nämlich andere Trupps nur sehr wenige und zum Teil gar keine Überlebenden in Saporoschje übergeben können. Die Lager der Wehrmacht bereiteten den Sowjetsoldaten oft ein ähnlich grausames Ende. Die Masse der sowjetischen Kriegsgefangenen führte im Sommer 1941 ein Leben mit Mangelerscheinungen in den Lagern. Die hygienischen Zustände waren katastrophal, oft wurde der Toiletteninhalt nicht entsorgt, in einigen Lagern litten Insassen an der Ruhr. Die Lage der Gefangenen spitzte sich ab dem Herbst 1941 dramatisch zu, denn die Wehrmacht verweigerte ihnen nach wie vor alles Lebensnotwendige. Essen, Hygiene, Behausung, medizinische Versorgung. Ein Grund für die schlimmere Lage war das Absinken der Temperaturen. Den Gefangenen fehlte es oft an jeder Möglichkeit zu heizen. Seuchen begannen heftiger als zuvor zu grassieren. Mit dem Ende der Kesselschlachten von Kiew im September 1941 und der Kesselschlacht von Bryansk und Wjasma gelangten nochmal weit über 1 Million Kriegsgefangene in dieses völlig überforderte Lagersystem. Das Verbot Hitlers, die Menschen schnell abzutransportieren, tat ein Übriges. Die zuständigen Generale hätten nun opponieren können, stattdessen ließen sie das Sterben zu. Da die Lager ja oft nur schwache Wachmannschaften hatten, erließ man ein neues verbrecherisches Merkblatt. Ausdrücklich setzte man das Waffenrecht der Wehrmacht aus. Darin hieß es: Rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei den geringsten Anzeichen von Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber bolschewistischen Hetzern, ist daher zu befehlen. Widersetzlichkeit, aktiver oder passiver Widerstand muss sofort mit der Waffe, in Klammern Bajonett, Kolben und Schusswaffe, restlos beseitigt werden. Die Bestimmungen über den Waffengebrauch der Wehrmacht können nur beschränkt gelten, da sie die Voraussetzung beim Einschreiten unter allgemein friedlichen Verhältnissen geben. Bei den sowjetischen Kriegsgefangenen ist es schon aus disziplinaren Gründen nötig, den Waffengebrauch sehr scharf zu handhaben. Wer zur Durchsetzung eines gegebenen Befehls nicht oder nicht energisch genug von der Waffe Gebrauch macht, macht sich strafbar. Der Generalquartiermeister des Heeres sprach die Tötungsabsicht schließlich deutlich aus. Er meinte am 13. November 1941, nicht arbeitende Kriegsgefangene haben zu verhungern. Arbeitende Kriegsgefangene können im Einzelfalle auch aus Heeresbeständen ernährt werden. Generell kann auch das angesichts der allgemeinen Ernährungslage leider nicht befohlen werden. Und so geschah es. Der Hunger sorgte für wahnsinnige Szenen in den Lagern. Im Stalag 352 in Minsk befanden sich 100.000 Kriegsgefangene, die dort bereits lange Zeit hungerten,
bis schließlich einige wenige Feldküchen zur Verpflegung aufgefahren wurden. Ein Offizier eines Infanterieregimentes erinnerte sich nach dem Krieg: Unsere Aufgabe konnte nur so erfüllt werden, dass dieser vorbezeichnete Raum mit MGs umstellt wurde und den Gefangenen gesagt wurde, dass keiner diesen Raum verlassen dürfte. Als dann die ersten Feldküchen aufgestellt wurden, haben sich grauenhafte Geschehnisse abgespielt. Die Feldküchen wurden gestürmt und es wurden bzw. mussten Hunderte von Gefangenen erschossen werden, die nicht mehr anders zu bändigen waren und vor allem, um eine einigermaßen Übersicht herzustellen. Dieser Einsatz ist meiner Auffassung nach für jeden einzelnen Angehörigen des Bataillons ein entsetzliches Erlebnis gewesen. Die großen Opferzahlen entstanden also durch die Unterversorgung der Gefangenen mit Behausungen, Heizungen, Essen und medizinischer Vorsorge. Der Leiter des Lazarettes im Stalag 305 sagte nach dem Krieg: Die Sterblichkeit unter den Kriegsgefangenen war bis etwa Ende November 1941 sehr hoch. In Kirovograd und Adabasch dürfte es sich täglich um 500 bis 600 Tote gehandelt haben. Todesursachen waren durchweg absolute Erschöpfung, Ruhr und Typhus. Der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Franz Halder, befand sich am 14. November 1941 in Molodechno bei Minsk und schrieb in sein Tagebuch: Fleckfieber Russenlager, in Klammern 20.000, zum Aussterben verurteilt. Mehrere deutsche Ärzte tödlich erkrankt. In anderen Lagern in der Umgebung zwar kein Fleckfieber, aber täglich Abgang von zahlreichen Gefangenen durch Hungertod. Grauenhafte Eindrücke. Den Niedergang der Gefangenen zeigt auch das von Christian Hartmann beschriebene Tagebuch des Lagerkommandanten Major Johannes Gutschmidt. Der alte reaktivierte Offizier kommandierte ein Dulag, das für 5000 Gefangene vorgesehen war. Doch Gutschmidt schätzte am 17. Oktober in seinem Dulag etwa 26.000 Mann. Es gab kaum Essen und kein Heizmaterial und das im kalten russischen Winter. Die sowjetischen Gefangenen starben einen elenden Tod. Am 25. Oktober registrierte Gutschmidt erste Fälle von Kannibalismus. Die Todesquote bewegte sich zwischen 1 und 2,5% pro Tag. Erst im Frühjahr 1942 begann das Sterben abzuflauen. So wie bei Gutschmidts Dulag ging es in vielen Lagern in der Sowjetunion zu. Bei den Gefangenen in den Lagern des Deutschen Reiches war die Situation etwas besser, dennoch hungerten auch sie und starben an Krankheiten in großer Zahl. Der Historiker Jörg Osterloh schreibt dazu: Am 10. Februar waren von insgesamt 61 mittlerweile mit sowjetischen Kriegsgefangenen belegten Stalags im Reichsgebiet nur noch 13 Fleckfieber frei. Im Stalag 304 im sächsischen Zeithain überlebten nur 3.700 von 10.700 eine gegen die Krankheit gerichtete Quarantäne. Im Stalag 326, dem sogenannten Sennelager bei Gütersloh, gelang es dank energischer ärztlicher Maßnahmen, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern. Dennoch starben auch dort Zehntausende Insassen während des Krieges. Am Ende des Winters 1941-42 stand eine verheerende Bilanz. Propagandaminister Josef Goebbels schrieb am 12. Dezember 1941 in sein Tagebuch, es seien bereits 900.000 Kriegsgefangene tot. Bis Februar 1942 starben bis zu 2 Millionen Kriegsgefangene oder waren dem Tod nahe. Das Sterben setzte sich im Winter 1942-43 fort. Ein Sanitätsoffizier schrieb über das Dulag 182: Die hohe Mortalität der Kriegsgefangenen ist nur auf die schlechten Ernährungs- und Unterbringungsverhältnisse im Februar-März 1943 zurückzuführen, denn im April-Mai war im Dulag 182 die Letalität schon auf 7,9% gefallen. Zeit für eine Bilanz. Wie viele Kriegsgefangene starben nun in den Händen der Wehrmacht? Laut einer Akte des OKW gerieten bis zum 1. Mai 1944 rund 5,2 Millionen Sowjetsoldaten in Gefangenschaft. Wie viele auf dem Weg von der Front zu den Lagern des deutschen Heeres starben, ist nicht bekannt. Im Gewahrsam des deutschen Heeres starben 845.000. Andere wurden entlassen oder an andere deutsche Organisationen übergeben, darunter an die Luftwaffe und die SS. Rund 3,1 Millionen wurden an das OKW übergeben, doch davon trafen nur rund 2,8 Millionen in den Lagern des OKW ein. Das beruht auf Zählfehlern, aber wohl vor allem auf Todesfällen, wobei die Differenz rund 280.000 beträgt. In den Händen des OKW starben weitere 1,1 Millionen Gefangene. Nicht mit darin enthalten sind die Toten in den Händen der SS und anderer Organisationen sowie die toten sowjetischen Kriegsgefangenen des letzten Kriegsjahres. Es ist daher sicher nicht falsch, es so zusammenzufassen, dass selbst nach internen Angaben der Wehrmacht etwa 2 Millionen sowjetische Kriegsgefangene gestorben sind. Tatsächlich war die Sterbequote wohl höher, wie wissenschaftliche Forschungen verdeutlichen. Denn die Zahlen des OKW zeigten eine Genauigkeit, die in der Praxis nicht bestand. Haben kann. Daher sind Zahlen von über 3 Millionen toten Gefangenen viel wahrscheinlicher.
Millionen sowjetischer Kriegsgefangene verloren also in den Lagern der Wehrmacht ihr Leben, die meisten im Winter 1941-42. Erst als es den Generalen im OKW dämmerte, man würde die Sowjetunion doch nicht so einfach besiegen können, erließen sie Befehle, die das Massensterben beenden sollten. Besonders die kritische militärische Situation des Heeres vor Moskau im Winter 41-42 trug dazu bei, sogenannte Aufpäppelungsbefehle zu erlassen. So regelte ein solcher Befehl des OKW vom 18. Dezember: Alle Maßnahmen der Kommandanten von Kriegsgefangenenlagern sind darauf zu richten, möglichst viele Kriegsgefangene wieder gesund und arbeitseinsatzfähig zu machen oder zu erhalten. Dazu gehört ausreichende Ernährung. Allein dieser Befehl zeigt, dass es dem OKW jederzeit möglich schien, die Gefangenen richtig zu ernähren. Der Befehl kam zu einer Zeit, als die Wehrmacht vor Moskau aufgrund einer sowjetischen Gegenoffensive in eine schwierige militärische Lage geriet. Das zeigt, logistische Schwierigkeiten, wie manchmal entschuldigend behauptet, waren beim Handeln der Wehrmachtsführung von untergeordneter Bedeutung. So zeigt das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen nicht nur die völlige moralische Verwerflichkeit des Nationalsozialismus, sondern auch, dass die Führung der Wehrmacht diesen Weg mitging, auch wenn sie damit ihrer eigenen Kriegswirtschaft und Strategie schadete. Reinhard Heydrich formulierte den Vorrang der Politik vor den militärischen Belangen Mitte 1941. Während den bisherigen Vorschriften und Befehlen des Kriegsgefangenenwesens ausschließlich militärische Überlegungen zugrunde lagen, muss nunmehr der politische Zweck erreicht werden. Der Historiker Christian Hartmann fasst die Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen so zusammen: Ungleich folgenreicher war freilich die völlig unzureichende Versorgung, Unterbringung und Betreuung aller Gefangenen sowie die Hetzbefehle, mit denen die Wachmannschaften zu rücksichtslosen Durchgreifen ermahnt wurden. Dies hat mit Abstand am meisten Opfer gefordert. Schuld an diesen Weichenstellungen trugen vor allem zwei Abteilungen der obersten Kommandobehörden, die Abteilung Kriegsgefangene im Allgemeinen Wehrmachtsamt des OKW und die Abteilung Kriegsverwaltung beim Generalquartiermeister des Heeres, die im Auftrag der Herren Keidel von Brauritsch, Halter, Reinicke oder Wagner den Tod von Millionen wehrloser Kriegsgefangener in ihr Kalkül zogen. Dieser kleine Kreis militärischer Funktionäre hat eines der größten und grausamsten Verbrechen der Wehrmacht initiiert. Dem ist nichts hinzuzufügen und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.